this morning, we're kind of going to go back to the beginning. Also, heute Morgen gehen wir jetzt nochmal zurück zum Anfang. Rinpoche talked last night about non-duality, which is the non-separation of emptiness and form. Rinpoche hat gestern Abend über Nicht-Dualität gesprochen, das ist die Ungetrenntheit von Leerheit und Form. So we're going to really pull this topic apart a little bit this morning. Well, that's the plan. Und wir werden dieses Thema jetzt, also diesem Thema heute jetzt ein bisschen näher zu Leibe rücken. Zumindest ist das der Plan. So that is the form, but there is always the emptiness of the form. Das ist die, also der Plan wäre jetzt die Form, aber es gibt auch immer die Leerheit der Form. So I would like to look at emptiness. This is a subject about which you would not think you could say very much, really. Ich möchte jetzt die Leerheit etwas genauer ansprechen. Es ist ein Thema, wo man vielleicht denkt, dass es gar nicht besonders viel zu sagen gibt. But I guess that we will find quite a lot to say about it. Aber ich glaube, wir werden schon einiges finden, was sich sagen lässt. The idea of our existence and non-existence is of universal interest. Die Frage nach unserer Existenz oder Nicht-Existenz ist von universellem Interesse. It has caused the birth of religion and philosophy and the arts. Es hat also die Religionen, die Philosophie und auch die Künste hervorgebracht. And that's not just the Buddhist religion, but Buddhism is the one religion which investigates emptiness. Es gilt also nicht nur für Buddhismus, dass es eine universelle Frage ist, aber der Buddhismus ist die Religion, die sich also der Untersuchung der Leerheit ganz besonders widmet. So it investigates this right back at the beginning in terms of the Four Noble Truths and the Eightfold Path, which in our tradition we refer to as the Four Fundamental Certainties and the Path of Alignment. Und zwar widmet er sich der Leerheit ganz, also schon am Anfang mit den ganz grundlegenden Belehrungen, die man allgemein kennt als den, also die vier edlen Wahrheiten und den achtfachen Pfad, die wir in unserer Linie bezeichnen als, could you please repeat the terms? The four fundamental certainties. Die vier grundlegenden Sicherheiten. And the path of alignment. Und der Pfad des sich in Linie bringens. Which has eight modes. Mit acht Modi. So, the first, I'm really only going to talk about the first two certainties, and the first being that life is characterized by what is traditionally called suffering. Ich werde jetzt nur über die zwei ersten dieser vier grundlegenden Sicherheiten sprechen. Und die erste Sicherheit ist also die Wahrheit der Erfahrung dessen, was grundlegend als oder normalerweise als das Leid bezeichnet wird. We prefer to use the term unsatisfactoriness rather than suffering. Wir bevorzugen den Begriff Unzufriedenheit gegenüber dem Begriff des Leidens, der normalerweise verwendet wird. It's not that deep suffering doesn't characterize parts of our lives. It certainly does. Es ist also nicht so, dass wir damit sagen wollen, dass tiefes Leid nicht auch Teil unserer menschlichen Existenz wäre. Das ist definitiv so. One only has to consider ABBA. Man muss hier nur zum Beispiel an ABBA denken. The
but that is not necessarily the pervasive quality unsatisfactory. Aber das ist nicht die grundlegende Qualität dieser allgemeinen Unzufriedenheit immer in jeder Situation, dass es immer so tiefes Leid sein müsste. When this was first explained to me, the idea of suffering, I was on a Tai Chi course. Als mir diese Idee vom Leiden zum ersten Mal erklärt wurde, war ich auf einem Tai Chi Kurs. And the teacher of the Tai Chi course had a Buddhist background, was very interested in Buddhism, and he introduced us to Buddhist ideas. Und der Tai Chi Lehrer, der diesen Kurs gegeben hat, hatte also einen buddhistischen Hintergrund und hat uns manche so grundlegenden buddhistischen Gedanken näher gebracht. So he said, look out of the window, look at those cows, they are suffering. And I didn't understand. Und da hat er gesagt, schaut doch mal aus dem Fenster auf diese Kühe, die da weiden. Die leiden. Und ich muss gestehen, ich habe nicht ganz verstanden, was er mir damit sagen wollte. So, the understanding that life is characterized by unsatisfactoriness is much more comprehensible to me. Das Verständnis, dass unser Leben also von einer gewissen Unzufriedenheit gekennzeichnet ist, ist für mich irgendwie verständlicher. And the cause of this being that we constantly seek to live our lives without taking into account the fact that things change. Und zwar aus dem Verständnis heraus, dass wir immer wieder versuchen, unser Leben so zu leben, als würden sich die Dinge nicht ändern. So we seek to maintain a state of solidity, permanence, separation, continuity and definition without allowing for impermanence or emptiness. Wir versuchen, einen Zustand aufrechtzuerhalten, in dem alles fest, permanent, klar getrennt, fortlaufend und definiert ist und blenden aus, dass da halt auch eine gewisse eben Veränderung, Impermanenz passiert. So that is the nature of the teaching on the four fundamental certainties. The latter two are just to do with the fact that there is, if there's a cause, then we can do something about it. Das ist also das Prinzip, worum es in diesen grundlegenden Wahrheiten geht oder Sicherheiten geht, wobei die letzten zwei einfach nur damit befasst sind, dass sie sagen, okay, es gibt auch einen Weg, wie wir etwas dagegen tun können, also gegen diese Unzufriedenheit. And the nature of the path is what we do about it. Und die Natur des Pfades ist, was wir dagegen tun. So,